Hey Leute, in diesem Video schauen wir uns die aktuell besten mobilen Klimaanlagen an, welche es derzeit zu kaufen gibt. Also bleibt dran! Im Sommer dein Zuhause auf eine angenehme Temperatur herunterzukühlen und diese auch lange zu halten, wird durch eine Klimaanlage möglich. Jedoch muss man hierfür nicht unbedingt viel Geld ausgeben und diese nicht extra montieren lassen. Dafür sorgen mobile Klimageräte. Sie sind besonders für Mietwohnungen praktisch, da sie ohne großen Aufwand eine maximale Erfrischung erzeugen und der Hitze den Kampf ansagen. Es ist Hochsommer, draußen herrschen 30 Grad und du möchtest in deiner Wohnung Zuflucht vor der Hitze finden? Für diesen Einsatzzweck ist eine mobile Klimaanlage genau richtig. Die Energieeffizienz und folglich der Stromverbrauch von mobilen Klimaanlagen ist ein wichtiger Punkt in der Entscheidungsfindung des richtigen Produkts. Je höher ein Klimagerät in den Energieeffizienzkategorien eingestuft ist, desto effizienter kühlt es. In unserem Test haben wir die besten drei mobilen Klimageräte für euch rausgesucht. Wir präsentieren die mobile Klimaanlage von SunTech Wellness. Die SunTech Impuls-Serie bietet schnelle Abkühlung an heißen Tagen. Zwei Ventilationsstufen sorgen mit einer Luftumwälzung von maximal 380 Kubikmeter pro Stunde für eine ideale Verteilung der Raumluft. Darüber hinaus entzieht die separate Entfeuchterfunktion der Luft bis zu ganze 1,0 Liter Wasser pro Stunde. So beugst du der Schimmelbildung vor und vermeidest Kondenswasser. Dies ist auch ideal für eine effiziente Wäschetrocknung im Wohnraum geeignet. Der Aufbau und Anschluss der SunTech ist kinderleicht. Entscheidend für eine gute Kühlleistung ist die Standortwahl, also dass zu jeder Seite des Gerätes mindestens 50 cm Platz vorhanden ist. Und noch viel entscheidender ist die Abdichtung des Fensters für den Schlauch, der die Wärme nach draußen befördert. Ist dies gegeben, kühlt der SunTech ein 30 Quadratmeter großes Zimmer in Windeseile auf angenehme 24 Grad runter, bei einer Außentemperatur von deutlich über 30 Grad. Auf der geringsten Einstellung kann man den SunTech auch getrost über Nacht laufen lassen, ohne dass es sonderlich stört. Die Geräuschekulisse ist vergleichbar mit einer normalen Klimaanlage aus einem Hotelzimmer im Urlaub. In Sachen Preis-Leistung ist der SunTech mit deutlich unter 250 Euro die beste Wahl auf dem Markt. Mit starken 4 von 5 möglichen Sternen erhält der SunTech überwiegend Lobeshymnen. Und das bei über 1000 Bewertungen. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Wer ein etwas höheres Budget hat, ist mit der Corona Iceberg richtig bedient. Keine Sorge, dieses Topgerät hat nichts mit der Erkrankung zu tun, denn das deutsche Qualitätsunternehmen gibt es bereits seit 1992. Schlaflose Nächte durch heiße Temperaturen gehören dank dieser mobilen Klimaanlage bald der Vergangenheit an. Mit einer Kühlleistung von 2640 Watt, was 9000 BTU entspricht, kühlt er Räume mit ca. 34 Quadratmeter auf angenehme Wohlfühltemperaturen herunter. Innerhalb kurzer Zeit kann die Temperatur in Windeseile um ganze 6 Grad Celsius heruntergekühlt werden. Mithilfe der leicht zu bedienenden LCD-Fernbedienung kann intuitiv die gewünschte Temperatur zwischen 16 und 31 Grad Celsius stufenlos eingestellt werden. Gemeinsam mit der Energieeffizienzklasse A und dem umweltschonenden integrierten Kühlmittel kannst du deine Räume guten Gewissens klimatisieren lassen. Was uns vor allem überrascht hat, ist die flüsternde Laufruhe im Nachtmodus, bei dem nicht mal Testkandidaten mit einem sehr leichten Schlaf geweckt wurden oder dies als störend empfanden. Mit guten 4,5 von 5 möglichen Sternen sucht dieser Kandidat seinesgleichen. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Diejenigen, welche nur ein sehr schmales Budget haben, müssen aber nicht leer in die Röhre schauen. Denn es gibt ein sehr günstiges und zugleich gutes Einsteigermodell für unter 100 Euro.
Der Klarstein High-Rise Luftkühler, welcher komplett ohne Abluftschlauch auskommt. Mittels berührungsempfindlicher Touch-Bediensektion an der Oberseite kann man das vielseitige Gerät ganz nach Wunsch einstellen. Zur Steigerung der Erfrischungswirkung besitzt der Klarstein einen zuschaltbaren Luftbefeuchter. In seinem 2,5 Liter Wassertank wird die angesaugte Luft durch Verdunstung abgekühlt und zusätzlich befeuchtet. Ein im Lieferumfang enthaltenes Icepack senkt die Wassertemperatur nochmals, um den damit verbundenen Kühleffekt merklich zu steigern. Das Icepack zum Beispiel über Nacht im Gefrierfach lagern und anschließend in das Gerät stecken und schon nach kurzer Zeit merkt man, dass der Luftstrom deutlich kühler wird. Mit 4,6 von 5 möglichen Sternen ist dieses Einsteigermodell ganz klar zu empfehlen. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Alles klar, Leute, damit ist das Video auch schon wieder rum. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt uns dies mit einem Daumen nach oben mit. Abonniert uns, damit ihr auch weitere Videos von uns erhaltet und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Wir geben unser Bestes, um euch die Kaufentscheidung etwas leichter zu machen. Wir wünschen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.